Hörerei, NFL, Freischnauze, live aus der Volksbank Arena. Wir sind live. Hier ist Hamburg, hier ist die Volksbank Arena, hier ist die Footballerei. Schönen guten Abend, Welt da draußen. Schön, hallo, dass hallo. Ihr dabei seid. Genau, cool, dass ihr dabei seid. Kleine Runde hier, große Themen trotzdem. Kutsch ist am Start, Stoll ist am Start. Hinter den Kulissen wie immer Flo und Chris, nackt. Kennt ihr ja nicht anders. Irgendwann machen wir davon auch mal Fotos. Wir haben heute viele bunte Themen in und out. Da sind sogar noch ein, zwei Sachen ganz heiß und frisch reingeflattert. Ne? Mhm. Dann wollen wir ein bisschen drüber reden. Kirk Cousins, heute ist die Deadline für den Franchise Tag und er ist sicherlich da der interessanteste Spieler, der noch theoretisch einen Long-Term-Deal unterzeichnen könnte. Wir wollen kurz euch so ein bisschen einstimmen auf die Trainingscamps, aber vor allem wollen wir natürlich mit Moritz Böhringer sprechen, den wir heute exklusiv am Start haben. Letzte Woche hat sich jemand bei euch beschwert, wir würden ja so wenig über die Vikings reden. Tja, haben wir uns zu Herzen genommen. Und bam! Heute sind die Vikings ein großes Thema bei uns. Großes Thema und wir machen gar nicht lange rum hier heute, oder? Doch, aber wir müssen noch ein paar Hinweise machen. Wir sind live auf unserer Facebook-Seite, auf der RAN-Facebook-Seite und bei YouTube. Und wollen das natürlich wie immer gesagt, ich werde da nicht müde, das zu sagen, das nicht nur für uns machen, sondern stellt auch da bitte eure Fragen, eure Meinung, wie auch immer, kommentiert das unten rein. Ich versuche dort immer einen Blick drauf zu haben und auch euch zu Wort kommen zu lassen. Genau, denn aber ohne großes Tamtam, jetzt aber, oder? Jetzt aber. In and out, damit fangen wir mal an. Und auch da, Thema Vikings, damit fangen wir an. Teddy Bridgewater wurde gesehen, beziehungsweise hat er selber wohl Fotos gepostet auf seinem Instagram-Account, wie er ohne Brace, ohne Knieschiene trainiert hat. Das hat vor ein paar Monaten noch niemand gedacht, dass das vielleicht überhaupt möglich ist. Ja, es stand ja sogar im Raum, dass er vielleicht nie wieder Football spielen kann. Jetzt ist es fast ein Jahr her, im August 2016 hat er sich das Knie ja geschreddert. Ohne Brace ist gut, aber machen wir uns nichts vor. Also wenn er denn überhaupt nochmal einsteigen sollte in der kommenden Saison, dann wahrscheinlich erst zum Ende hin, oder? Ich glaube, es ist positiv und es ist schön zu sehen, aber ich denke auch, es ist noch ein weiter Weg dann zu wirklich Full Contact und Full Team Practice und vielleicht irgendwann im Herbst, wer weiß. Also diese Saison wird auch Sam Bradford wahrscheinlich wieder bei den Vikings werden. Davon, aber für Teddy ist es natürlich super. Ist natürlich cool. Auf jeden Fall eine schöne Sache. Wir freuen uns für Teddy. Hatten absolut. Schon mal Vikings-Thema Nummer 1. Ja. Dann das erste Out. Kommt, wie sollte es anders sein, aus Dallas. Zeke Elliott macht heute, diese Woche bei uns das Double Out. Mhm. Nach Tom Brady letzte Woche. Zum einen berichtet Adam Schefter, einer der großen NFL-Insider, dass wohl doch vieles darauf hindeutet, dass er für ein oder zwei Spiele gesperrt werden könnte für seine alte Geschichte, Domestic Violence, naja, das Übliche halt. Ja, im Juni 2016 soll er seine damalige Freundin, er sagt, es war gar nicht im Auto, Freundin, ne, irgendwie ein bisschen übel getatscht haben. Ja. Und dann ganz aktuell kam vor ein paar Minuten quasi rein, dass er am Sonntag in einem Nachtclub in Dallas handgreiflich geworden sein soll. Ist alles noch sehr vage. Im Police Report steht so nicht wirklich irgendein Name. Aber in Dallas wird es einfach nicht ruhig diesen Sommer. Naja, vor allem, er hat sich ja auch noch ein drittes Ding geleistet beim St. Patrick's Day auf diesem Umzug. Genau, da hat er ja die Mädel, die neben ihm auf diesem Umzugswagen stand, das T-Shirt hochgezogen und die Brust entblößt. Er hat sich offenbar nicht so richtig im Griff, was schade ist. Ja, und das, was vor allen Dingen schade ist, dass es viel Talk in Dallas, nicht nur um ihn, sondern allgemein, die es früher diesen Sommer eben gibt, um Spieler, die eben so ein bisschen neben der Spur sind. Und das ist eigentlich nie ein gutes Zeichen. Nee. Lassen wir uns überraschen. Dann gehen wir weiter auf dem Inn. Dein Kumpel Danny Amendola ist jetzt auch bei deiner Modelagentur, Kutsche. Ihr ist das modelt so? Jetzt zusammen. Ist er auch bei Ford Model? Ja. Ja, geil. Ja, gut. Reicht dazu eigentlich, oder? Ja, also nimmt er die Aufträge seine Football-Karriere wird ja stetig fallender. So viele Catches und so hat er ja nicht mehr. Seine Freundin allerdings, Olivia Culpo, ich habe ein bisschen recherchiert, die hat 2 Millionen Abonnenten bei Instagram, müsst ihr mal drauf gucken, die ist echt so ganz hübsch. Die hat ihm da wohl irgendwie ein bisschen reingebracht, weil die modelt auch. Und weißt du, mit wem die vorher zusammen war? Nee. Mit Tim Tebow. Und Nein. Sie sollen sich getrennt haben, weil Tim sie nicht rangelassen hat, weil, ne, keusch und keinen Sex vor der Ehe und so weiter. Wie, und dann Tim hat sie nicht rangelassen? Nee, andersrum. Nee, Tim möchte keinen Sex vor der Ehe. Ja, also sie, Tim hat sie nicht rangelassen. Genau. Und sie wollte unbedingt knattern. Okay. Und bei Danny läuft das offenbar besser und vielleicht ist das jetzt die Belohnung, dass er jetzt auch modeln darf. Wunderbar. Ja. Schön. Thema also schaut es euch mal an. Olivia Culpo bei Instagram, 2 Millionen Follower. Macht Spaß. Mädchen. Nächste Out ist wirklich
ganz, ganz frisch noch, ganz heiß aus dem Ofen. Dave Gettleman, GM der Carolina Panthers, hat langen Sommerurlaub. Er wurde nämlich vor 10 Minuten entlassen. Ja, das ist mal ein Kracher. So eine Woche vor Trainingscamp den GM rausschmeißen, noch besser als bei den Chiefs. Ja, 4 Jahre durfte er machen, ne? 2013. Ja, gibt gerade eben viel Talk über Greg Olsen, der überlegt, einen Holdout hinzulegen. Und auch Thomas Davis hat noch keinen Vertrag. Und das nicht sehr gentleman-like auf jeden Fall. Nicht sehr gentleman, ja. Nicht sehr gentleman-like. Bisschen hässlich, ja. Bisschen hässlich. Ja, schade für ihn. Gucken, da gibt es also auch noch ein paar. Vielleicht kommt er ja privat mal und guckt sich das Trainingcamp an. Gibt auf jeden Fall, wird auch in Carolina sicherlich die nächsten Wochen interessant werden, sagen wir es mal so. Dann kommen wir nochmal zu einem Innen. Der einzige Hamburger Jungen, Brent Grimes, hat in einem Interview verraten, beziehungsweise eigentlich eher seine Frau, weil Brent ist ja der, der nicht redet, und die Frau ist ja die, die über alles redet, dass Brent überlegt hatte, seine Karriere zu beenden, bevor er nach Tampa gegangen ist, und dann in die NBA gehen wollte. Weil da wird besser bezahlt, da haben die Spieler mehr, können sich mehr ausdrücken, mehr ausleben als Typ. NFL ist alles so reglementiert und ja, die Idee ist ja ganz witzig, aber also, wer Brent Grimes mal gesehen hat, auch hier in der NFL Europe, der ist ja wirklich ein Hüpfloh. Trotzdem 5'10", also irgendwie knapper 1,80 in der NBA. Maxi Bogues 2.0, hätte er eine Chance gehabt? Ich glaube nicht. Ich war eben ein bisschen unaufmerksam, weil ich auf eure Kommentare geguckt habe. Hast du es erwähnt, dass seine Frau das ja ausgeplaudert hat? Ja, ja, seine Nico, ne? Mico ja, genau. Ist so sehr... die ja auch einen eigenen Podcast extrovertiert, hat. Extrovertiert, nennen wir es so. I Heart Mico, und die ja andauernd so eine Dinger rauszieht. Also. Die geht steil. Damals bei den Dolphins, wo es um die Trennung ging, ging es auch ordentlich ab. Ja. Und er ist eigentlich eher so ein schüchterner Typ. Total. Also wenn man so eine Frau hat, braucht man keine Feinde wahrscheinlich. ja, also keine Ahnung. Wenn er das jetzt gesagt hätte... wäre das sicherlich irgendwie diskutabel, aber wenn sie jetzt meint, ihren Mann irgendwie zu profilieren, die NFL schlecht reden zu müssen und die NFL gut reden zu müssen, vielleicht wollte sie auch einfach nur mal im Rampenlicht stehen. So wie Giselle mit der Gehirnerschütterungsgeschichte mit Tim. Tom. Könnte auch sein, wobei die Miko ist halt... Aber er bleibt ja auch in der NFL, ist alles Er gut. Bleibt erstmal noch da, genau. Vielleicht geht er ja nächstes Jahr. Markus, um euch einmal zu Wort kommen zu lassen, schreibt, ob Sean Payton für uns ein Out ist, weil er mit Johnny Manziel frühstücken war. Ist er nicht, Markus. Er darf mit jedem Frühstück, mit dem er möchte, ist unsere Meinung. Wenn Freiheit er läuft, für alle. Wenn er mit und ihm das ist ja auch, das ist ja auch schon lange her. Das war, glaube ich, im Rahmen des Super Bowls. Also mittlerweile ist das Frühstücksei dann auch nicht mehr das Frischeste. Also er ist kein Out, müssen wir dich enttäuschen. Aber tatsächlich geht Johnny ja gerade so ein bisschen betteln. Er ist geläutert. Er will wieder, gut, ja, ne? Ja. Bla bla, kennen wir ja irgendwie schon. Aber wir haben auch ein Out am Ende. Genau, ein Out. Und da sind wir zum zweiten Mal bei den Vikings. Michael Floyd, Wide Receiver, wurde halt jetzt doch für 4 Spiele gesperrt. Hatte ja krasse Auflagen, wurde jeden Tag mehrfach getestet. Und irgendwie, ich glaube, 6 Tage vom Ende dieser Phase, dieser Beobachtung, wurde Alkohol bei ihm festgestellt. 0,5 Promille, ja. Weil er ein Kombucha-Tee irgendwie getrunken hat. Irgendwie das soll es gewesen sein, genau. Strafe muss sein, trinkt Kaffee, Leute, nicht Tee. Dann passiert euch sowas nicht. Ja, auf jeden Fall 4 Spiele Sperre für Floyd. Was ja gut ist... Für unseren kommenden Gast unter Umständen. Das könnte definitiv interessant sein für Mobo, ja, auf jeden Fall. Fragen auch schon alle nach. Ja, also trotzdem ist natürlich die Frage, ob die Vikings dann sagen, der Junge, den behalten wir, denn er ist ja jetzt nicht das erste Mal aufgefallen und die letzten Monate liefen bei ihm nicht so wirklich runter. Nee, gar nicht. Also erst wurde er betrunken am Steuer erwischt, dann durfte er zu den Patriots. Darf sich ja trotzdem Super Bowl Champion schimpfen, auch wenn er nicht gespielt hat, meine ich, im Finale. Ja, das stimmt, ne? Das ist lustig. Und jetzt ist er... bei den Vikings. Auch die haben ihm nochmal eine Chance gegeben und gucken, was da rauskommt. Scheint er nicht zu nutzen. Das ist schon doof. Wobei, also, ne, wenn das wirklich stimmt, dass er vom Kombucha-Tee einen im Tee hatte, ja, gut. Muss er sich aber trotzdem vorher informieren. Also, ja. Bei Fragen und Risiken, ne, Nebenwirkungen und Risiken fragen sie an Asso oder Apotheker. Da ist er. Da ist er. So, dann meldet sich schon unser Gast. Wenn ihr Fragen an Moritz habt, haut es gerne in die Kommentare. Wir versuchen ganz viel Einblick darauf zu haben. Da ist er, Moritz. Hi. Ja, da ist er. Schön, dass du da bist. Willkommen in der Footballerei. Ich kann euch nicht sehen. Du kannst uns nicht sehen. Aber ich hoffe, ihr seht mich. Wir sehen dich auf jeden Fall. Okay. Ja. Lass mal schauen. Ich glaube, der arbeitet hier noch an dem Video. Wir sehen dich auf jeden wir Fall. Sehen du bist dich vorzeigbarer auf jeden Fall. Als wir. Alles ist gut. Ja, warte mal. Ich mache mal nochmal Video aus und Video an. Vielleicht klappt es ja gleich noch. Er sucht noch. Vielleicht findet er dich gleich noch.
Aber wenn das für dich okay ist, fangen wir sonst einfach an. Ja, kein Problem. Wunderbar. Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass es geklappt hat. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Also, bin jetzt hier in Minnesota und habe jetzt noch eine Woche, bis Training Camp anfängt. Also, versuche ich noch ein bisschen hier zu entspannen. wie ist denn deine Offseason grundsätzlich gewesen? Hattest du Zeit überhaupt zu entspannen? Ja, ging schon einigermaßen. Deswegen, ich bin auch hier geblieben. Die meiste Zeit, also bevor OTAs und der ganze Spaß da war, bin ich eigentlich die ganze Zeit hier gewesen in Minnesota und habe hier trainiert. Einfach um das Ganze ein bisschen ruhiger zu haben. Aber bist du in der Offseason schon sehr auf Training gegangen oder war auch noch ein bisschen Zeit für Erholung? Ja, ich würde sagen, also richtig viel an zu trainieren habe ich angefangen nach dem Super Bowl. Den habe ich mir angeschaut und danach habe ich dann wieder richtig angefangen. Also auch viel mehr zu machen. Sonst war eher so ruhig und halt erhalten, würde ich mal sagen. Okay. Du warst ja auch jetzt kürzlich noch zu Hause in der Heimat. Ist das anders, als wenn du vor einem Jahr zu Hause in der Heimat warst? Gehen die Leute anders auf dich zu? Hier und da ist mal irgendeiner, der mich erkennt, aber sonst alles das Gleiche. Und so meine Familie, da ist alles glitzegleich und Freunde auch. Letztendlich hat sich nicht wirklich was geändert. Konntest du dir denn ein Spiel der Unicorns reinziehen, als du hier warst? Ja, ich hab ein Spiel von der zweiten Mannschaft angeschaut, weil die erste hat nicht gespielt. Aber da war auch ja mein alter Trainer, der bei Kreilsheim Trainer war, der ist jetzt Star-Trainer. Von daher war das ganz gut, hat gut zusammengepasst. Habe ich gleich zwei Sachen auf einmal erledigt. nach allem, was dir jetzt in den letzten etwas mehr als einem Jahr passiert ist, hast du denn manchmal noch das Gefühl, das Ganze ist wie ein Traum? Ja, ich würde sagen, das hat sich ein bisschen gelegt. Also am Anfang war schon alles relativ verrückt, da war auch alles fast zu viel, würde ich sagen. Aber inzwischen hat man da schon alles ein bisschen runtergekommen und materialisiert, dass es jetzt wirklich so ist. Und ja. Was war denn damals nach dem Draft? Das war ja ein Riesenhype dann auch um dich. Klar, logisch. Der erste Europäer, der ohne College-Erfahrung in die NFL kommt und. Was war denn nach dem Draft für dich die heftigste Umstellung in deinem neuen Leben? Ja, generell würde ich sagen, weil ich musste dann allein leben und davor habe ich immer bei meinen Eltern gelebt. Also das generell ist schon mal eine Umstellung alleine. Und dann, dass man dann jeden Tag noch vor irgendwelchen Kameras irgendwas labern muss, was ich generell nicht so gern mache, dann, das war natürlich auch noch schlimm. Aber ja, inzwischen habe ich mich dann gewöhnt und es ist auch zum Glück ein bisschen weniger geworden. Mo, für Schlagzeilen hast du hier drüben auch gesorgt und auch in den USA, weil du zu Fuß zum Training gegangen bist. Hast du dir mittlerweile ein Auto gekauft und fährst zum Training? Ja, ich wohne noch ein bisschen weiter weg, also so laufen ist nicht mehr, geht nicht wirklich. Nicht. Okay. Fahrrad habe ich auch, das fahre ich auch hier, von daher. Aber kann man denn im Dezember hier noch mit Fahrrad zum Training fahren oder ist das ein bisschen übertrieben? Nee. Ich glaube, da würde ich erfrieren auf dem Weg. ja, erzähl doch mal, wie hart und wie anders wird in der NFL trainiert? Also auf dem Feld, auch Meetings, Kraftraum, das war doch sicherlich eine krasse Umstellung. Ja, auf dem Feld vor allem, weil ich würde mal sagen, in Deutschland, da blödelt man eher ein bisschen rum im Training, weil man einfach sich's erlauben kann. Und hier ist einfach, du musst die Chancen im Training nutzen, um zu beweisen, dass die Trainer dir vertrauen können am Sonntag. Also da ist nicht wirklich Zeit für irgendwelche Späße oder irgendwas, weil sonst sehen die einfach, ja, der nimmt es nicht ernst, den können wir nicht spielen lassen. Ja. Ja. Und auch sonst war es auch sonst nebenher einfach ein bisschen. Musstest du viel lernen, auch was nicht auf dem Feld passiert ist? Du meintest ja schon, der ganze Presserummel war für dich auch eine neue Geschichte. Ja, das war einfach. Ich glaube, ich habe nie wirklich ein Interview davor gegeben in meinem ganzen Leben zu irgendwas. Und dann war es täglich, fast wahrscheinlich manchmal zwei am Tag. Also das war einfach, das war ein bisschen arg viel.
Das glaube ich gerne. Wie gesagt, deine Story ging ja um die Welt. War denn die Umstellung von einem, ja, du warst ja auch ein NFL-Fan, zu einem NFL-Profi, zu einem Job, war die hart für dich? Am Anfang war es schon komisch, weil ich habe ja als Vikings-Fan habe ich mir die ganze Zeit die Videos angeguckt, wie die so im Locker-Room irgendwelche Sachen machen, irgendwas filmen. Und dann ist man da wirklich und ist da dann wirklich drinne. Das war schon komisch am Anfang, aber inzwischen ist schon, fühle ich mich jetzt auch nicht mehr so wirklich als Fan, sondern eher als Teil der NFL. Jetzt ist es ein Business sozusagen. Ja, ja. Ganz viele, um auch die Fans zu Wort kommen zu lassen, fragen, wie es denn aktuell so in dir aussieht. Das ist jetzt dein zweites Jahr, du wirst viel gelernt haben. Gehst du jetzt reifer an die Sache vor deiner zweiten Saison, bevor jetzt das Trainingscamp startet? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, vor allem letztes Jahr war auch ein großes Problem, dass ich immer zu aufgeregt generell war und einfach zu verkrampft und unbedingt was beweisen wollte. Und dadurch war ich dann manchmal zu verkrampft und konnte nicht so wirklich machen, was ich wollte. Und ich denke, dass das dieses Jahr mit einfach, weil ich mich hier wohler fühle, weil alles ein bisschen ruhiger geworden ist, sich deutlich verbessert hat. Also ich glaube, dass das am meisten hilft. Und sind deine... Also ein bisschen lockerer bleibst quasi und dann... Ja, ja. Okay. Und sportlich, also du wirst dich ja körperlich wahrscheinlich verbessert haben, kannst du da einen Vergleich ziehen zur letzten Saison, ob es leichter oder schwieriger wird, einen Platz dann im endgültigen Kader zu bekommen? Also ich hoffe auf jeden Fall, dass es klappt, also das ist auf jeden Fall das Ziel und was auch relativ gut ist, dass letztes Jahr waren alle Receiver eigentlich, die waren das Jahr davor auch da. Und dieses Jahr hat es ein paar Veränderungen bei uns im Receiver-Raum gegeben. Von daher denke ich mal, ist die Chance besser, sich zu beweisen, weil sich einfach mehr Leute beweisen müssen. Es kommt auch immer mal wieder die Frage, wenn es nicht klappen sollte, was ist dann dein Plan B? Gibt es einen oder ist das noch Zukunftsmusik? Ja, ich lasse einfach im schlimmsten Fall, wenn nichts passiert, dann gucke ich mal, was andere Teams so sagen. Wenn gar nichts klappt, dann gehe ich einfach nach Deutschland zurück und studiere weiter, denke ich. Ja, das, hoffentlich hat das noch ein paar Jahre Zeit mit dem Studium. Ja. du hattest ja, als es bei dir alles losging, immer angegeben, dass es am Anfang alles mit Adrian Peterson angefangen hat bei dir quasi. Diese ganze Football-Geschichte, dass du überhaupt Interesse an Football entwickelt hast. Du meinst auch schon, es ist ein bisschen skurril, dann in die Umkleide zu kommen und dann steht man plötzlich neben die Jungs. Was für ein Verhältnis hattest du denn schlussendlich mit Adrian Peterson? Ja, ich würde sagen, einfach normaler Team, normales Teammitglied. Wir haben hin und wieder mal zusammen geredet. Aber da war nicht wirklich irgendwas tiefe Freundschaft oder irgendwas, sondern einfach normales Teamverhältnis. Aber hattest du denn im Team jemanden, wo du sagen würdest, den kann man so als eine Art Mentor sehen? Ich würde sagen, die Receiver generell haben mir sehr viel geholfen mit allem. Und am Anfang bin ich auch mit einem anderen vom Practice Squad zusammengezogen. Das hat dann auch relativ, das war auch nicht schlecht, das hat auch geholfen. Okay. Eine andere Frage, du musst dich ja wahrscheinlich auch über die Special Teams beweisen. Das ist ja dann immer relativ wichtig, wenn man nicht ganz vorne in der ersten Reihe spielt. Würdest du sagen, dass du dich da in dem Bereich auch sehr stark verbessert hast? Ja, auf jeden Fall, weil in Deutschland habe ich eigentlich, mein Special Teams war als Returner, ich habe den Ball gefangen und dann einfach irgendwas gemacht, was ich halt auch immer gemacht habe. Und hier ist einfach vor allem Punt ist, würde ich in Deutschland sagen, ist einfach unterbewertet. Da wird es einfach, ja, müssen wir halt den Ball wegkicken. Und dann rennen ein paar runter. Und das ist schon viel, viel wichtiger in der NFL. Das ist auch viel mehr Wert, wird auf Feldposition gelegt. Deine Fans in Deutschland fragen auch immer wieder nach einem Playbook. Ist das jetzt ein Vorteil für dich, weil du es schon kennst? Oder ist das jetzt über den Sommer auch nochmal verändert worden, dass du neue Sachen lernen musst? Das hat sich ein bisschen geändert, weil wir ja in der letzten Saison den Offensive Coordinator gewechselt haben. Und der hat jetzt eher in der Offseason eher seine Spielphilosophie reingebracht, aber es hat sich nicht so viel geändert.
Und was sich geändert hat, ist eher zum Guten, weil es ein bisschen simpler geworden ist, würde ich sagen. Okay. Siehst du denn bei dir einen Vorteil für dich und da alle 11 Receiver sind, glaube ich, im Vikings-Roster aktuell, dass du der Größte und der Kräftigste unter den Jungs bist, dass du dich ein bisschen, allein körperlich, ein bisschen ja, herausragst? Ja, das ist natürlich nicht schlecht, aber letztes Jahr waren es auch 10, glaube ich, oder 11. Von daher, am Anfang sind es immer viele und es ist immer nicht schlecht, wenn man irgendwas Besonderes hat, was andere nicht haben, weil da kann man da einfach seine Nische, hat man seine Nische und das hilft dann schon. Nun hast du ja in der GFL gespielt und dann kommst du in die NFL und auf einmal wirft dir ein Sam Bradford die Bälle zu, der ja eigentlich so in NFL-Kreisen eben nicht so als Aaron Rodgers oder Tom Brady gesehen wird, aber jetzt mal Buddha bei die Fische, Tom ist wahrscheinlich trotzdem ein richtig geiler Quarterback. Ja, ich war selbst die Rookies, die da manchmal da noch, zum Beispiel im Rookie Camp, selbst die sind richtig gute Quarterbacks und könnten einfach locker in Deutschland dominieren. Also, und die sind noch sehr, sehr weit weg von irgendeinem NFL-Team zu spielen, für irgendein NFL-Team zu spielen. Okay. Ja, das ist einfach, bei denen sieht es einfach so locker aus, wenn die da die Bälle 70 Yards einfach runterfetzen. Gab es auch mal die Überlegung, die Frage kam auch gerade auf, die Position zu wechseln, also vielleicht umzuschulen von Wide Receiver auf Tight End? Nicht wirklich, mit den Vikings nicht wirklich. Also vor dem Draft war, hatten die Falcons hatten Interesse, das eventuell zu machen. Also mich eher als Tight End gesehen, aber bei den Vikings nicht. Wir hatten vorhin über Mentor gesprochen, da fällt uns natürlich Aiden Dirty als dein quasi Entdecker ein, ist ja auch ein Freund unserer Sendung. Wie wichtig ist es, dass Leute wie Aiden oder Björn Werner hier in Europa so viel dafür geben, dass Kids da drüben eine Chance bekommen, sei es am College, sei es an der NFL? Wie wichtig ist es, dass es sowas heute gibt? Es ist auf jeden Fall extrem wichtig. Ich hätte mir gewünscht, dass es das Björn Werner auf seinem Programm schon ein bisschen früher gäbe. Dann hätte ich vielleicht auch High School, College und dann NFL den normalen Weg gehen können. Aber ja, jetzt ist es halt so gekommen. Und ich würde sagen, es kommen auch immer wieder Leute, die mich anschreiben, was sie denn machen können. Und ja, das meiste, was ich denen sagen kann, ist einfach, das Programm von Björn Werner ist richtig gut. Also ich würde dann versuchen, ihn zu kontaktieren. Und dann mit ihm das zu klären, weil ich kann da nicht wirklich viel helfen. Bist du denn aktuell, trainierst du denn ab und zu noch mit Aiden? Ich war im April war ich in Florida wieder, da war auch da. Von daher haben wir sehen uns schon hin und wieder. Okay. Es kam auch noch die Frage auf, wie jetzt vorm Start der Trainingscamps so dein Tag aussieht. Also ist es jetzt noch so ein bisschen entspannt, ein bisschen länger schlafen oder machst du jetzt ganz viel für dich und hängst eigentlich auch schon von morgens bis abends im Kraftstudio ab? Ja, ich mache morgens mache ich immer Sachen auf dem Feld. Also so um 8. Und dann gehe ich am Mittag, also jetzt dann, wenn das zu Ende ist, gehe ich joggen. Mhm. Bisschen Ausdauer und dann am Abend gehe ich immer noch ins Fitnessstudio, mache Krafttraining. Also du bist schon im Wettkampfmodus sozusagen. Ja. was ist denn? Ist ja nur noch eine Woche, von daher. Das ist wahr. Was ist denn ganz konkret dein Ziel für diese Saison oder erstmal vielleicht fürs Camp? Das Ziel ist, das Team ins Team zu schaffen. Also das wird jetzt haben wir keinen Ton gerade. Und wie sieht's mit den Vikings aus? Was traust du denen zu? Ja, wir haben letztes Jahr haben wir gut angefangen und dann leider sind wir ein bisschen eingebrochen nach der Bye Week. Und ja, ich denke, am Anfang hat man gesehen, was wir machen können, wenn wir wirklich konstant spielen und wenn wir das diese Saison wieder machen. Ist alles möglich. Alles möglich, eine Menge möglich. Ja, sieht auf jeden Fall wie ein gutes Team aus. Meine Meinung.
Haben wir da draußen noch irgendwelche? Na, es auch immer wieder Fragen nach Adrian Peterson, wie es jetzt ist, dass er nicht mehr da ist. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen, weil das hast du ja auch immer gesagt, dass es irgendwie so ein Vorbild ist oder so ein sehr Strahlkraft für dich hatte. Wenn man dann tatsächlich vor ihm steht, realisiert man das oder ist es dann einfach ein Business und dann ist das ein Mensch wie jeder andere? Oder ist man, warst du bei dem schon irgendwie besonders aufgeregter, als du ihn kennengelernt hast? Beim ersten Mal war es schon was Besonderes, denke ich, ja. Aber dann danach, man kann ja nicht ewig lang als Fanboy rumrennen. Das ist wahr. Ja, ansonsten schreibt noch jemand, du sollst den Wide Receiver einen Kombucha-Tee ins Glas schütten. Lass mich nochmal schauen. Wunderbar. Ah, das finde ich auch interessant. Hast du Peyton Manning bei den SBIs gesehen? Wirst du gefragt, wie du seinen Auftritt fandst? Ich habe es danach auf YouTube angeguckt. Ja, war ganz lustig. Tja, hast du noch was drauf? Solange man selber nicht betroffen ist, ist es immer lustig. Du meinst, wenn dann die Kamera auf einem ist und man und wartet, ja. So wie Kevin Durant, der da saß und genau. böse geguckt hat. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht abschließend noch ein bisschen zu deinem Leben in den USA. Wie kann man sich das vorstellen? Wird man dann, also musst du dich selbst um ein Apartment kümmern oder bekommst du da von den Vikings was gestellt? Man sieht bisher nur deine Couch. Wie kann man sich das so vorstellen, wenn man dann rübergeht und Vikings-Angestellter ist? Ja, wir haben so eine Liste bekommen mit möglichen Angeboten, wo wir hingehen können, aber eigentlich soll man eigentlich muss man für sich selber sorgen, wo man hinzieht. Okay. Das heißt, also, da hast du dann auch, musstest du halt beim Mutti raus und musstest mal gucken, wo du bleibst. Ja. Da hat es auch am Anfang geholfen, dass ich den anderen vom Practice Squad hatte. Mit dem bin ich dann halt zusammengezogen. Das war ganz gut. Aber jetzt habe ich selber was mit meiner Freundin. Sehr schön. Sehr super. Schön. Ein guter Schritt. Ja, insofern, ich glaube, da draußen kommen wahrscheinlich noch 10 Millionen Fragen. Man merkt, du fühlst dich im Rampenlicht nicht wohl, aber sei dir gesagt, hier erfährst du große Unterstützung und ganz viele Menschen drücken dir die Daumen, dass es dieses Jahr klappt mit deinem großen Traum, auch in der NFL dann in einem Regular-Season-Spiel zu spielen. Ja, wir werden dich auf jeden Fall beobachten, völlig klar, logisch. Wünschen dir viel Erfolg fürs Camp und dann auch für die Saison. Und danke nochmal, dass es geklappt hat. Jo. Und kein Problem. Alles Gute, ne? Nach deinem ersten Spiel und deinem ersten Touchdown rufen wir dich wieder an. Okay. Bis dann, schönen Tag noch. Jo, ciao. Ciao. Dankeschön. Bei Twitter hast du das Bild gesehen, hat uns einer ein Bild geschickt, der hatte ein Böhringer Trikot, da haben sie aber das Ö vergessen, was dann nur B-H-Ringer. Ja. Wenn ihr ein richtiges Moritz Böhringer T-Shirt haben wollt, dann wendet euch gerne an unseren Sponsor Tars. Dort gibt es nämlich alles, was das Vikings-Herz begehrt, weil ihr Fans der Vikings seid. www.tars.com, T-A-A-S-S.com. Und da trudelt jetzt auch peu à peu die NFL-Kollektion von Nike ein mit Trikots, On-Field-Gear und auch alles Mögliche. Also schaut da mal vorbei, www.tars.com, T-A-A-S-S.com. Ich wurde gefragt, was mit meiner Beule ist. Allerdings, ich kann euch beruhigen, ich war nicht mit Elliot in der Bar. Es kommt auch nicht vom G20-Gipfel noch. Mich hat tatsächlich eine Wespe gestochen auf die Stirn, dieses Miststück. Ist einfach los. Also nicht mal Vorwarnung, nicht mal so ein bisschen rumgeschwirrt, sondern ist einfach auf mich losgegangen. Du Armer. Wespenstich. Ich komme aber durch. Danke für eure Nachfrage. Ich glaube, es war der Präsident von, keine Ahnung, Kolumbien oder so. Der hat eine Wespe verschluckt im Interview. Ehrlich? Ich bin halt ein bisschen allergisch. Ich glaube, wenn ich eine Wespe. Wir können froh sein, dass du nicht so aussiehst. Dann müsst ihr mich hier sofort abtransportieren, dann wird es nämlich echt haarig. Kipp dir einfach um Kotsche. Ja. Komm, wir müssen hier aber noch. 20 Minuten sind noch, halt durch. Ja, genau. Ja, wunderbar. Atmungsgerät, ein Defibrillator haben wir hier ja stehen. Genau. Neben der Boombox am Defi. Ja. Wunderbar. Ja. Aber dein Eindruck von Moritz? Ja, ich durfte ihn ja tatsächlich auch mal vor einem Jahr erleben und ich kann das schon nachvollziehen, dass er sagt, das hat ihn echt komplett überfahren damals. Ja. Er war natürlich auch irre und Wahnsinn und wenn du dann eben da aus dem Schwabenländle kommst und auf einmal bist du da beim NFL-Draft eine Big Story, ist, glaube ich, kann einen schon echt überfahren, das ganze Thema.
auch der Weg vom NFL-Fan zum NFL-Profi. Aber ich glaube, es ist auch wichtig für ihn, dass er da diesen Schritt geschafft hat, weil ja, es ist, am Ende ist es ein Business und früher oder später sagen auch die anderen Jungs im Kader, Alter, warum ist bei dem jeden Tag eine Kamera am Spind? Ne? Also das ist so ein gewisser Neid entsteht ja dann auch. Und wenn man dann einfach sich wirklich aufs Business konzentrieren kann, seine Ruhe hat, er hat ja extra gesagt, er wird uns gerne sprechen, aber gerne vor dem Camp, weil er halt wirklich im Camp komplett Konzentration nur auf die Saison haben will. Nachvollziehbar. Und er ist halt nicht so eine Testosteronmaschine wie viele in der NFL, die einfach nur sich selbst featuren und gerne im Rampenlicht stehen, so wie Chris zum Beispiel, genau. Ja, das ist er halt nicht. Ne? Ihm ist das eher unangenehm, dieser ganze Ruhm. Aber ich glaube, jetzt im zweiten Jahr wird er bestimmt eine Menge irgendwie dazu gelernt haben oder zumindest gelernt haben, wie er damit umgeht. Und es ist auch eine interessante Situation bei den Vikings, wie er schon sagt, da sind eine Menge neue Leute mit dabei. Du hast natürlich sicherlich, du hast die ersten drei Receiver sind mehr oder weniger gesetzt. Mit Dix, Thielen und Treadwell, wenn der dann irgendwann mal was zeigt. Dann hast du Floyd, der dann erstmal nicht ist. Und danach ist alles offen. Also es ist tatsächlich eine Menge Rookies am Start und so. Also es wird sehr interessant. Das beobachten wir auf jeden Fall. Und wenn ihr euch da draußen wundert, ja, Chris ist tatsächlich der Ralf Möller der Kameratechnik. Jetzt muss er lachen. Zu Recht. Ja, nächstes Thema. Wir gehen tatsächlich mal weg von den Vikings, oder? Ja, aber auch nur kurz. Nur kurz. Und wir hatten schon mal vor einem Monat drüber gesprochen, da ging es noch um Derek Carr und Kirk Cousins. Dann hat Herr Carr schon die Bank gesprengt und jetzt ist der Kirk noch übrig. Die Deadline für den Franchise-Tag wurde ja verlängert auf heute, 22 Uhr, Montag 22 Uhr. Unserer Zeit, ne? Unserer Zeit müssen die Herrschaften, die noch übrig sind, entweder einen neuen Vertrag unterschreiben oder nicht. Ich glaube, es sind Tremaine Johnson, Le'Veon Bell und Kirk Cousins und am interessantesten ist am Ende des Tages Kirk, weil er nun schon zum zweiten Mal den Tag hat. Die vielleicht der Vollständigkeit halber, es gab noch vier weitere, die haben aber mittlerweile. Die haben alle, Come genau. On Short, ich habe es mir aufgeschrieben, Chandler Jones, Jason Pierre-Paul und Melvin Ingram. Bei denen war das auch der Fall, die haben mittlerweile ihren Vertrag langfristig verlängert und die drei, die du meintest, bei denen ist es immer noch offen. Genau, bei Barrow war zuletzt zu lesen, also eigentlich noch vor quasi Stunden. Das könnte tatsächlich noch passieren, aber ist auch alles gar kein Drama. Mhm. Da bleibt man entspannt. Bei Mr. Cousins ist man eigentlich schon gefühlt seit anderthalb Jahren nicht mehr entspannt. Also da gibt es ja, wechseln sich ja die Gerüchte. Aber wen siehst du denn, wer hat denn da die Boo-Karte? Also wir sind ja hier, du bist ja Team Kirk, ich bin jetzt mal Team Dan Snyder, Team Redskins. Also du willst jetzt mit mir, du führst jetzt, mit mir verlängern. Wir müssen jetzt verlängern. Weil ich kann das nicht mit meiner Beule, dann, das geht nicht. Ich bin jetzt hier mit den Indianer, ja. Bin jetzt hier die Redskins. Ja. Also im ersten Jahr, glaube ich, wo wir das erste Mal dir den Franchise-Tag gegeben haben, waren wir echt smart, fand ich. Waren wir echt smart. Wir haben dir knapp 20 Mille gegeben, damit lagst du ein bisschen über dem, was wir dir long-term angeboten haben, waren so 16, 17 Mille, was so 2015 wäre so Andy Dalton, Alex Smith in der Riege gewesen und das war für uns okay, bro, das ist eine gute Saison, knapp über 4000 Yards, fast 70% Pässe angebracht, 29 Touchdowns, 11 Interceptions, die haben die Division gewonnen und dann in den Playoffs sind wir kläglich. You like that? Ja, you like that, huh? Yeah. Und da dachten wir, ist ein guter Deal, so ein Prove-It-Deal, zeige uns, dass du die Kohle wert bist und dann machen wir im nächsten Jahr, setzen wir uns wieder hin. Mhm. Ja, 19 Millionen habt ihr mir gegeben. Wie jeder Sportler möchte man natürlich so eine kleine Wertschätzung und die habe ich damals gespürt. Ja, okay. Die Saison, wie fandst du mich jetzt in der vergangenen Saison? Also ehrlich gesagt warst du genau derselbe wie im Jahr davor und das hat uns so ein bisschen, da sind wir ein bisschen unsicher. Also du hast fast 5000 Yards geworfen, schön, aber weniger Touchdowns, eine Interception mehr, bisschen weniger Completion Percentage und da waren wir so ein bisschen die Playoffs verpasst. Und am Ende gucken wir uns deine Bilanz an und du hast 19 Spiele in deiner Karriere gewonnen, ein Unentschieden, 21 Niederlagen. Mhm. Und das ist ja doch echt average, wa, Kirk? Aber warum verpasst ihr mir denn dann den Franchise-Tag? Naja, der Markt ist ziemlich dürre, ne? Also, ihr habt keinen besseren. Also ich muss dann schon zugeben, du bist schon der Beste, der da noch available ist. Ah, ja, okay. Aber auf der anderen Seite bist du natürlich auch in unseren Augen eher so ein System-Quarterback, ne? Also du... Wir setzen also sehr auf Yards after Catch, Quick Throw System spielen wir, kurze Pässe sicher und dann die Yaks rausholen. Mhm. Und da waren wir jetzt die letzten beiden Jahre immer so Top 10, hatten tatsächlich 1981 und 1987 Yards after Catch mit dir. Mhm. Ist für uns wichtig. Ja. Und da sagen wir, ist DeSean Jackson weg, der hat vielleicht nicht so mega viele Yards after Catch, weil er ist ja so der Big Play Threat, aber Pierre Garçon ist auch weg.
Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob der Terry Pryor jetzt da so ein Glücksgriff ist oder nicht. Und warum habt ihr euch dann nicht so einen anständigen zweiten Quarterback zum Beispiel geholt und nur den McCoy? Jetzt lenkt doch mal nicht vom Thema ab. Ja, doch, wir handeln ja. Also wenn also, du versuchst mir zu erzählen, eigentlich also, findest du mich nicht so geil. Naja, also man heißt anständiger zweiter Quarterback. Weißt du, du hast ja auch mal, du wurdest ja auch mal auf die Bank gesetzt für Colt McCoy, der dann tatsächlich über 70% Pässe angebracht hat. Für fast ein 100er Rating. Und da stehen wir schon, da sagen wir, Colt McCoy, Alter, besser als Kirk? Und da sitzen wir halt jeden Tag bei uns da und popeln in der Nase und da haben wir den einen, der sagt, der Typ ist 30 Mille wert und dann haben wir andere, die sagen, der Typ ist keine 15 wert und irgendwie können wir uns nicht einigen und jetzt stehen wir da. Genau, um jetzt vielleicht aus diesem Rollenspiel rauszukommen, das ist ja tatsächlich irgendwie das Skurrile daran. Also es hat sich ja, wann haben wir das letzte Mal darüber gesprochen? Ich glaube vor 2 oder 3 Wochen hat sich ja jetzt auch der Owner in diese ganze Geschichte eingeschaltet. Kirk Cousins kann halt unfassbar viel Geld verdienen. Der verdient jetzt, weil es ja keinen neuen Vertrag gibt, 23,9 Millionen für die kommende Damit Saison. Damit ist er in der jetzigen Saison der drittteuerste Spieler der NFL. Und verdient in einer Saison so viel wie in den 4 Saisons zuvor zusammen. Und nächstes Jahr, garantiertes Geld, das darf man auch nicht vergessen, garantierte Kohle. Und nächstes Jahr kann er bis zu 34,9 Millionen garantiert verdienen. Wenn sie ihm wieder den Franchise-Tag geben. Wenn sie ihm wieder den Franchise-Tag geben. Drittes und letztes Mal möglich wäre tatsächlich, ja. Also dann würde er zusammen, was sind das, über 60 Millionen Dollar garantiert bekommen. Also in den 3 Jahren Franchise-Tag wären es fast 80 Mille. Und ist dann also sofort auch schon reicher als Derek Carr, der bisher als der bestbezahlte Quarterback jetzt seit ein paar Wochen gilt. Also ich kann Kirk Cousins total verstehen. Also der ist gut mit Kyle Shanahan, die kennen sich ja auch noch aus der Redskins-Zeit, der ist jetzt Headcoach bei den 49ers. Haben ja auch immer so angedeutet, ja, wir würden gerne mal wieder zusammenarbeiten und Kirk guckt sich jetzt an, wie die 49ers das in diesem Jahr machen. Die sind nächste Saison bestimmt noch mal stärker als in dieser Saison. Der hat doch wirklich gar keinen Stress, jetzt einen langfristigen Vertrag bei den Redskins zu schließen, wo er sich eh nie gebauchpinselt gefühlt hat. Nee, also mittlerweile muss man ehrlich sagen, dass Kirk Cousins einen Weg gefunden hat, dieses ganze System zu unterwandern. Also sein Agent, besser gesagt. Mhm. Wirklich, erste Jahr Franchise Tag, ist okay. Ist auch für mich nicht überraschend, dass er sagt, 16, 17 Mille ist mir zu wenig. Ich fühle mich besser, ich bin mehr wert. Angeblich hat man ihm jetzt irgendwas um die 20 angeboten. Dann sagt er halt auch, komm ey, da kann ich doch viel mehr einfach verdienen, wenn es so ist, weil der Markt gibt nicht viel her. Auch im nächsten Jahr bin ich die Granate. Und dann guck doch mal, was jetzt kommt ein Matthew Stafford, der irgendwann jetzt einen neuen Vertrag schreiben wird. Matt Ryan, Drew Brees Vertrag läuft aus. Die werden alle Derek Carr natürlich komplett nochmal in Schatten stellen. Die sind alle 100-mal besser als ein Kirk Cousins, weil die alle schon mal die haben auch mal ein Playoff-Spiel gewonnen. Kirk Cousins hat noch nie eins gewonnen. Aber natürlich kann er das wirklich so lange ausreizen, bis er am Ende tatsächlich wahrscheinlich mit 6, 27 Millionen nach Hause geht. Genau. Und das 60 Mille garantiert, 70, 80, irgendwie sowas. Also der Fehler liegt doch eigentlich bei den Redskins. Die hätten mittlerweile ja. Ja, genau. Mittlerweile also die haben es vermasselt. Aber ich kann es auch verstehen. Für mich ist so ein Punkt ganz entscheidend. Wenn ich mir das Playoff-Spiel angucke, das eine, was er gemacht hat, hat er über 300 Yards geworfen, einen Touchdown gelaufen. Geil. Aber er hat einen Fumble gehabt, allen fünf Punts ging ein Incomplete Pass voraus und dann gab es 3 misslungene vierte Versuche, 2-mal ein Sack und 1-mal ein zu kurzer Pass. Aber das heißt, okay, der hat die guten Seiten, aber er hat auch alles, was immer wenn es schief lief, war er auch involviert. Ja. Insofern kann ich verstehen, dass die Redskins sagen, Digga, du bist da irgendwo in der Mitte, und übertreib's nicht, wir geben dir nicht den Joe Flacco hier, den kriegst du nicht. Es wird auf jeden Fall interessant. Also ich sehe den schwarzen Peter eher bei den Redskins, da bleibe ich dabei. Er kann sich doch ganz entspannt zurücklehnen. Das, was du eben aufzählst. Du siehst also den schwarzen Peter bei den Rothäuten. Absolut. weil das, was du aufzählst, klar gehört er jetzt nicht zu den Top-Quarterbacks in dieser Liga, aber das muss denen halt vorher auffallen. Und ich glaube, bis 22 Uhr unserer Zeit wird heute logischerweise nichts mehr passieren. Da wird jetzt auch die kommende Saison da bestreiten. Ich glaube auch, wenn er ein paar Receiver-Waffen verloren hat, dass er ein anständiges Jahr spielt. Das glaube ich auch. Weil er nämlich vor allem für sich spielt. Und dann kann er ja nächstes Jahr schön zu den 49ers zum Beispiel wechseln und wird da dann wieder Heilsbringer. Ich gehe stark davon aus, dass es den dritten Franchise-Tag geben wird. Oder zumindest den Transition-Tag, der ja dem anderen Teams die Möglichkeit gibt, ihm ein Angebot zu machen, was die Redskins dann... Ist aber auch mehr Kohle als die 23,9 jetzt. Das sind über 28 jetzt, ne? Millionen. Ja, ja. Aber da würden die Redskins zumindest noch was wiederkriegen. Ne? Also wird spannend bleiben bei Cousins. Wie gesagt, ich finde, er hat echt einen cleveren Weg gefunden, das System zu unterwandern. Ohne dass er jetzt wirklich je irgendwas Großartiges geleitet hat. Ein guter Quarterback.
aber eben auch nicht BAM. Ja. Aber es ist eine spannende Geschichte. Vielleicht muss auch die Liga mal über dieses Franchise-Tag-System nachdenken. Da kommt weil dieser Jermaine Johnson, der verdient jetzt, glaube ich, 16, also der wurde auch zum zweiten Mal getaggt, verdient jetzt 16,8 Millionen der kommenden Saison. Und damit ist er auch der bestbezahlte Cornerback in der NFL so aller Zeiten. Es. Und es ist mit beileibe nicht der Beste. So ist es. Also vielleicht sollte die Liga dann auch mal so ist es. Versuchen, ihre Teams in Schutz zu nehmen. Es ist auf jeden Fall, ihr merkt, es ist ein spannendes Thema, wenn ihr dazu eine Meinung habt. Aber man muss auch eins sagen, finde ich noch, Kirk Cousins ist ja auf jeden Fall jetzt kein Geldgeier. Also dieses You Like That zum Beispiel, das hat er sich schützen lassen zusammen mit seinem Bruder und hat das auf T-Shirts drucken lassen und der Erlös daraus kommt halt einer wohltätigen Sache zugute. Dann hat er bei den Redskins ganz, als er dann Starter wurde, seine Nummer getauscht, die 12 gegen die 8. Und dafür wollte er $12,000 und dieses Geld hat er auch der Kirk Cousins Football Akademie zum Beispiel zur Verfügung gestellt. Also ich glaube, den darf man jetzt auch nicht als Geldgeier dastehen lassen, sondern er ist halt geschäftstüchtig, also gibt davon aber auch was ab. Ich finde Geldgeier sowieso affig. Wie gesagt, die meisten spielen nicht ewig und dann musst du gucken, was du kriegst. Und wenn du siehst, wie viele am Ende des Tages mit Mitte 50 irgendwie sabbert in der Ecke liegen und dann an irgendwelchen Hirnschäden verenden, dann musst du gucken, wo du bleibst. Ja. Kann ich verstehen, das ist ja bei uns nicht anders. Ich gucke noch mal kurz, ob ihr draußen dazu eine Meinung habt. Sicher. Ihr habt ja eigentlich immer eine Meinung. Elle fragt, wo ist Moritz? Moritz ist bei sich zu Hause auf der Couch. Der geht gleich noch. Was meinte er? Was Joggen macht er nachmittags? Nee, das macht er abends. Ja, okay. Gut, also Kirk Cousins, das Thema wird sich heute in den nächsten 2 Stunden 20 auch erledigt haben, weil dann ist die Feierabend. Ist Deadline. Dann bleibt er ein weiteres Jahr mindestens in Washington und dann wird es sehr interessant, wie viel Kohle der Mann rausschlagen kann. Aber um das einmal abzuschließen, wir können eine kleine interne Wette machen. Du glaubst, er spielt auch 2018 für die Redskins. Ich sage, er geht zu den 49ers. Wenn er sich jetzt nicht schwer verletzt. Also ich sage zumindest, dass er nochmal einen Franchise-Tag bekommt. Dann wird dann passieren das. Dann musst du das Dollarzeichen nochmal drücken. Warte. Ja. Kirk, alles Gute, Captain Kirk. Ja. So, damit kommen wir zum letzten großen Themenabschnitt heute. Denn tatsächlich gehen am Mittwoch die ersten Camps los. Die Ravens, die Jaguars, die Saints, Cowboys und die Bears fangen am 19. mit dem Rookie-Camp an. Und die Cardinals müssen, am Freitag. Die Cardinals starten tatsächlich am 21. wirklich schon mit dem Veterans-Camp. Die Rookies müssen ja meistens ein bisschen eher antanzen. Es geht diese Woche los, es wird ernst. Ja. Verdammt, Leute, Football just around the corner. Das erste Mal sind die Rookies in Action, wenn es auch wirklich darum geht, dann eine Duftmarke bezüglich des Kaders zu setzen. Das ist natürlich eine feine Sache und da dachten wir uns, da gehen wir natürlich noch in Gänze und Tief und was auch immer drauf ein in den nächsten Wochen und Wochen. Aber dachten wir uns, es gibt so 4 Sachen, die wir besonders interessant finden, die wir euch schon mal so ein bisschen ans Herz legen wollen. 4 Themen, auf die ihr in den nächsten Wochen einfach achten könnt, solltet. Zum ersten alte Besen, neue Heimat. Da gibt es ja gleich 4 Running Backs, die gestandene Größen in der NFL sind, jenseits der 30 und sie jetzt nochmal woanders probieren. Adrian Peterson hatten wir schon angesprochen, Jamal Charles in Denver, Marshawn Lynch, erst Seattle, dann Rente, jetzt Oakland und LeGarrette Blount jetzt in Philadelphia. Das sind 4 Geschichten, die sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten sehr interessant sein werden. Zumal 2 der Jungs nach einer Rente und 2 von Verletzungen zurückkommt. Was findest du am spannendsten? Ich finde tatsächlich das Saints Backfield am spannendsten mit Peterson, Ingram. Und Kamara soll ja, der Rookie soll ja auch eine Granate sein. Das finde ich so spannend. Also es ist, glaube ich, wirklich, ich finde die beiden, also Charles und Peterson, sehr interessant. Die Backfield-Situation, was sich da so ergibt. Beide Teams haben ja 3 Running Backs, die, glaube ich, viele Carries für sich beanspruchen. Aber noch interessanter finde ich tatsächlich einfach so als Story Marshawn Lynch, weil der Typ schräg ist. Und der wird uns sicherlich eine Menge Futter bieten in den nächsten Wochen und Monaten. Es gibt ja tatsächlich auch noch ein Dutzend Teams, wo noch nicht mal feststeht, wer da eigentlich wirft, wer Starting Quarterback wird. Ne? Denver ist offen, die gibt's auch. Cleveland ist offen, Chicago ist noch offen, ja. Houston ist offen, bei den Jets und, ist es noch offen. Also, genau, ist richtig spannend. Genau. Da können wir ja gleich vorweg springen. Die besten Battles. Ich glaube, Denver ist ein super Battle. Mhm. Simeon gegen Paxton Lynch. Werden die Broncos am Ende sagen, hey, wir haben eine fette Defense, wir haben uns laufspielmäßig verstärkt, wir haben uns O-Line-mäßig verstärkt. Jetzt können wir auf Quarterback auch nochmal sicher gehen und nehmen den Simeon weiterhin. Oder wird Paxton Lynch als First-Round-Pick letztes Jahr seinem Geldbeutel gerecht und
übernimmt das Ruder schlussendlich. Dafür ist er geholt worden, das wird interessant. Für mich ist auch Cleveland super interessant. Cody Kessler ist der, der jetzt die Chance bekommt. DeShone Kizer ist der, der irgendwann die Chance bekommen soll. Und dann gibt es noch den Herrn Osweiler, der meiner Meinung nach das Ding gewinnen wird. Ich glaube, dass ich auch. Brock Osweiler der Starter der Browns sein wird. Das glaube ich auch. Das Gefühl habe ich auch. Der wird sicherlich in den ganzen Preseason-Games mal zum Einsatz kommen. Ja, der hat ja nicht. Und dann wird er, das wird typisch, wahrscheinlich super überzeugend, sodass man ihn gar nicht rausnehmen kann. Und dann lässt eigentlich. Er den raus, den Osweiler. Ja, aber es ist halt, ne, er ist ja nicht umsonst, er hat einen maßgeblichen Anteil daran gehabt, dass die Broncos damals so eine fette Saison gespielt haben. Ja. Darf man nicht vergessen. Und er ist ja nicht nur gänzlich schlecht gewesen. Also er hat sicherlich viel falsch gemacht und für das Geld, was er verdient hat, brauchen wir nicht drüber reden. Aber das wird ein interessantes Battle, glaube ich. Genauso wie bei Chicago. Also, ne? Number 2 overall Trubisky gegen Glennon gar nicht. Und Sanchez. Ja, aber von dem Jungen, das, wir haben es so oft, von dem werden jetzt irgendwie Wunderdinge erwartet. Glaube ich gar nicht. Ich glaube, das ist Glennon und gut. Da passiert erstmal gar nichts, glaube ich. Und den stellst du eine Saison erstmal in die Asservatenkammer und stellst ihn da kalt, den Trubisky. Wollen die Leute den nicht auch mal sehen? Und nicht nur in den Preseason-Games? Das kommt dann darauf an, wie die Saison läuft. Und da ist dann noch ein Headcoach, der auf dem Hotseat ist. Das wird Glennon hat ja auch unfassbar viel Geld von den Bears bekommen. 14 Mille für eine Saison hat er schon mal garantiert. Garantiert. Ja. Na gut, dafür wird Kirk Cousins nicht mal aufstehen wahrscheinlich. Houston ist ein interessantes Battle. Tom Savage gegen Deshaun Watson erinnert vielleicht so ein bisschen an, irgendwo hatte ich es auch gelesen, Matt Flynn gegen Russell Wilson damals. Mhm. Ja, könnte durchaus sein, dass Watson dann einfach so vorbeizieht, ganz entspannt. Das wird sicherlich interessant. Und dann gibt es für mich noch zwei Running Back Battles, die echt interessant sind. Minnesota nach Adrian Peterson holen sich Latavius Murray als Free Agent und dann draften sie aber noch Dalvin Cook. Mhm. Zwei völlig unterschiedliche Typen. Beide sicherlich sehr wichtig für die Offense, aber wer dann am Ende da die Nummer 1 ist, finde ich eine interessante Geschichte. Und Seattle, Daddy da draußen, Daddy ist, glaube ich, auch schon ganz nervös. Eddie Lacy, wird Fat Eddie nicht ganz so fett sein und abgehen? Oder wird Thomas Rawls, der Rawls Royce, den sich in Seattle alle gewünscht haben, dann haben sie auch noch den Precise. Wird ein interessantes, zumindest ein Zweikampf, vielleicht sogar ein Dreikampf. Das sind so, finde ich, die 5 Top-Geschichten aktuell. Da kann sie natürlich immer noch eine Menge tun. Verletzungen oder was auch immer. Da müsst ihr ein Auge drauf haben. Als ich mir angeguckt habe, welche Teams jetzt schon am Mittwoch in ihre Camps starten und die Rookie-Camps, bin ich ein bisschen bei den Saints hängen geblieben, weil da interessiert mich, wer halt die Rolle von Brandon Cooks einnimmt. Die haben ja schon echt einen guten Wide-Receiver verloren. Dann haben sie Michael Thomas, der war letztes Jahr gut. Willie Snead. Ja. Aber die sind ja pass-heavy. Also wer da dann letztlich vielleicht einspringt. Ich glaube schon, dass denen das wehtut. Ich glaube gar nicht. Tatsächlich, weil die Saints haben auch schon Jimmy Graham ziehen lassen und das hat ihn überhaupt nicht wehgetan. Aber als 1-zu-1-Ersatz haben sie ja Ted Ginn geholt und ob der... Ich glaube am Ende, der Thomas hatte letztes Jahr auch schon über 1000 Yards und Snead war knapp drunter. Dann hast du den Kamara, nicht ganz ohne Grund, der aus dem Backfield viele Pässe kriegen wird. Ja, Drew Brees findet immer Wege. Finde ich, glaube ich, wird gar nicht so mega spannend. Wenn es nicht klappt, dann wird es interessant. Ja, absolut, klar. Ja, dann im Trainingscamp auch immer sehr interessantes Thema Holdouts. Da gibt es ja immer ein paar Kandidaten, die sagen, ich möchte mehr Geld. Aktuell sind da so 3 Spieler. Greg Olsen haben wir schon drüber gesprochen, der ganz klar und offensiv gesagt hat, er möchte mehr Kohle. Er ist irgendwie Nummer 7 bei den Verdienern der Titans, Nummer 12 bei Guaranteed Money unter den Titans. Ist aber tatsächlich der erste und einzige Titan in der NFL-Geschichte, der 3000-Yard-Saison aufeinander hatte. Hat noch nie einen Titan gehabt. Verständlich sicherlich. Jetzt haben die Panthers aktuell mal kein GM. Insofern wird das sehr interessant, was sich da entwickelt. Klingt aber für mich so, wenn der GM gehen muss, dass man eher pro Olsen so ein bisschen denkt, weil tatsächlich, klar, haben sich jetzt ein paar gute junge Kids vom College geholt, aber Olsen ist halt die Waffe schlechthin aktuell. Wie die anderen alle dann wirklich einschlagen, muss man erstmal abwarten. Anders sehe ich es in Atlanta, Devonta Freeman. Da ist man angeblich dabei, dass er spätestens nach der ersten Woche des Camps Geld bekommen wird. Aber die haben natürlich auch noch andere gestandene Jungs und haben auch noch einen zweiten Running Back, wo sie sagen können, Digga, wenn du nicht willst, dann kriegt der Coleman halt die Pille und dann geht's mit dem halt ab. Du bist ein Freeman. Du bist ein Freeman. Und sehr interessant finde ich auch Aaron Donald, Defensive Tackle der LA Rams. Wer von euch vielleicht All or Nothing, die zweite Staffel, gesehen hat mit den Rams, läuft auf Amazon, könnt ihr euch reinziehen. Sehr, sehr lohnenswert. Und da geht natürlich viel auch über Aaron Donald als eigentlich der beste Spieler im Team, keine Frage. Der Typ kriegt 1,8 Millionen aktuell als mit seinem Rookie-Contract noch. Den musst du pay the man! Pay the man!
Stefan Kuhls schreibt bei Facebook, für ihn macht es Paxton Lynch zum Beispiel bei den Broncos. Stefan, wenn du noch dran bist, dann konkretisier das doch nochmal. Aber zum Thema Holdouts noch eine Geschichte, was sehr interessant wird. Es gibt aktuell noch 7 First-Round-Picks, die keinen Vertrag haben. Und das wenige Tage vorm Camp beginnen. Und wenn du keinen Vertrag hast, darfst du nicht beim Camp mitmachen. Ja. Das ist Jabril Peppers, Safety der Browns. Dann der Cornerback der Raiders, Garyon Conley, der natürlich, wo die Raiders halt abwarten, in den nächsten Tagen soll sich da diese ganze Polizeigeschichte, der soll ja wegen sexueller Belästigung, wurde der irgendwie verklagt. Da warten die wohl darauf noch ab, wie sich entwickelt. Patrick Mahomes ist wahrscheinlich nicht so entscheidend aktuell, aber auch der hat noch keinen Deal. Jamal Adams, Safety der Jets, finde ich für die Jets der vielleicht wichtigste Spieler. Nach David Harris Abgang brauchen die halt einen echten vielleicht Captain. Möchte er ja nicht für die Jets spielen. Das könnte sein. Corey Davis, Wide Receiver der Titans, noch keinen noch keinen Vertrag. Solomon Thomas bei den 49ers, angeblich schickt Remo jede Woche Blumen und Kuchen und sagt, unterschreib doch bitte. Remo ist mehr so der Pralinen-Typ. Ja? Ja, der schickt gern Pralinen. Und weswegen es aktuell kein Quarterback-Battle in Chicago gibt, Mitchell Trubisky hat noch keinen Vertrag unterschrieben. Und jeder Tag, der vergehen sollte im Camp, macht die Sache einseitiger. Ist einfach bei einem Rookie so. Ja gut, dass es jetzt leistungsmäßig nichts heißen muss, haben wir bei Joey Bosa letztes Jahr gesehen. Der hat auch spät unterschrieben. Das stimmt, der ist wie eine Granate aber eingeschlagen. Aber ob Mitch Trubisky letztlich dann so stark aber ist. Gerade bei Trubisky, wo man sagt, zu wenig Erfahrung, nur 11 Starts oder so. Ja. Also tatsächlich 7 First-Round-Picks noch ohne Vertrag, auch da könnt ihr ein Auge drauf halten. Und natürlich gucken wir auf die Deutschen. Ja. Völlig klar, die sind auch bei uns im Blick. Mo haben wir eben lange und mit und drüber gesprochen. Kasim Edebali wird eine interessante Geschichte. Ich glaub, Glückwunsch übrigens, Kasim, by the way, du hast geheiratet am Freitag, meine ich, Samstag, Freitag, irgendwann jetzt am Wochenende. Herzlichen Glückwunsch an Frau und Herrn Edebali. Ja, auf jeden Fall. Und das gibt ihm sicherlich noch mehr Auftrieb. Und ich glaube, dass er auch echt eine gute Chance hat da bei den Broncos. Wir reden vielleicht nicht über einen Starting-Spot. An Vaughn Miller und Shane Ray vorbeizukommen, wird vielleicht nicht so leicht, aber die Broncos brauchen wieder Pass-Rusher. Es wird ein bisschen ungewohnt, wir haben nicht mehr so viele Deutsche wie noch in der vergangenen Saison, aber wir haben immer noch ein paar heiße Eisen im Feuer, das darf man nicht vergessen. Ne, Mo, Kasim, Marc und Jocha ist hoffentlich dann demnächst auch wieder richtig fit. Kannst du den Jocha nochmal sagen? Schwierig. Ja. Auch da gibt es 4 Rookie-Outside-Linebacker. Schauen wir mal, da wird dann in den Special Teams sicherlich... bei den Rams sind wir ja auch noch vertreten. Bei den Rams mit Kevin Davis, den wir auch eigentlich heute sprechen wollten, aber der hat dann doch einen Workout-Termin. Kriegen wir aber die Tage rein, keine Angst. Seht ihr vielleicht nächsten Montag. Genau, auch Kevin, klar undrafted, ist immer ein bisschen schwierig, aber 2 Jungs haben sie schon entlassen, ihn nicht. Dann gibt es noch 2 weitere Rookies, die gedraftet wurden, gegen die er ankämpft. Bei ihm und Marc geht sicherlich auch viel über die Special Teams. Wird interessant, auch bei Mo natürlich. Da bleiben wir dran. Das wird sehr, sehr interessant, was da in den nächsten Wochen so passiert. Stefan hat es nochmal ein bisschen konkretisiert, warum er auf Paxton Lynch tippt. Er sagt, er hat jetzt ein Jahr gelernt bei Denver und vom Talent her, glaube ich, ist er besser. Wir nehmen dich beim Wort, Stefan. Mal sehen, was bei rumkommt. Marcel würde gerne noch wissen, das ist ein Special-Thema für dich, Stolle, was wir du über die Packers Running Backs denken. Da werden 4 Leute einen Ball kriegen und am Ende muss es doch Aaron Rodgers richten. Also ob da wirklich Ty Montgomery als Workhouse in die Saison geht? Nee, das sehe ich nicht, aber ich glaube, dass sie mit Ty Montgomery jemanden haben, der halt, wenn du eine ganze Offseason hast, für den Spielpläne zu entwickeln, dann wird Mike McCarthy da schon ein paar sexy Spielzüge aufs Brett zaubern. Und wenn es nicht klappt, bist du wieder der Erste, der hier rumkrakeelt, Fire McCarthy. Fire Dom Capers, sei auch immer. Ja, okay. Ja? So. Muss weg. Aber wie schön, dass es bald wieder losgeht, oder? Dann kann man emotional, dann sehe ich dich auch mal wieder richtig emotional. Wie bin ich hier nicht? Sitze ich hier einfach nur rum wie ein Lappen? Du sitzt rum und trinkst. Viel. Ja. Genau, ja, also Leute, Mittwoch geht's los. Es wird Zeit, dass wir aufhören. Wir fangen schon wieder an, uns zu beleidigen. Ihr merkt, es reicht. Länger als 50 Minuten halten wir es nicht in einem Raum nebeneinander aus. Nee. Und wir verbringen aber noch das gesamte Wochenende zusammen, das dürfen wir nicht vergessen. Sicher. Die Footballerei macht einen Ausflug nach Landsberg am Wochenende zum Gridiron Imports Camp von Björn Werner. Da schauen wir uns mal um, wie denn sowas eigentlich abläuft, wollen viele Leute interviewen, was genau da passiert, worauf, also wir wollen ein schönes Servicestück machen für euch da draußen, die es auch vielleicht interessiert, die auch davon träumen, wie eigentlich sowas abgeht, ein Blick hinter die Kulissen in Landsberg. Ich habe gelesen,
In Landsberg gibt es wahnsinnig viele Mücken, die haben eine Mückenplage. Und wo Mücken sind, sind Wespen nicht weit. Also ich laufe vielleicht mit einer Gesichtsmaske rum. Herrlich. Eine Sturmhaube. Björn, wir entschuldigen uns jetzt schon für alles, was passieren wird. Es gibt in Bayern eine Mückenplage. Und unfassbar. In Landsberg soll es ganz besonders schlimm sein. Vielleicht komme ich doch nicht mit. Das ist ja viel zu gefährlich. Können wir nicht in den Biergarten gehen? Weil die Viecher dabei sind? Ja. Ich überlege mir das nochmal, ob ich mitkomme. Ich wurde unter Vortäuschung falscher Tatsachen dahin gelockt. Genau. Auf jeden Fall sind wir dabei. Wir werden natürlich den Roadtrip auch live begleiten. Instagram, Facebook mal, Twitter, Kutsche bei Tinder. Kennt ihr. Das ist Remus Ding. Ach ja. Ich bin im Krankenhaus. Ja, sonst die Woche wie immer. Block, 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 block. Ich blocke, du blockst, er blockt, sie blockt, alle blocken. Und dann sind wir nächste Woche wieder am Start. Ob das stimmt? Jan schreibt gerade, bei 5.632 Mückenstichen stirbt ein Mensch. Ich glaube, das hast du dir ausgedacht, Jan. Das ist ja... Face Mask, geil. Genau, ich setze eine Face Mask auf. Das ist eine gute Idee von Nichols. Schön mit Face Mask. Nimm doch einfach dein Kostüm vom G20-Gipfel. Ja, das haben wir. Da kannst du auch nicht viele Stiche ins Gesicht kriegen. So. Oder ich nehme deins vom Schlagermove letztes Wochenende. Da habe ich gute Fotos gesehen. Wir müssen jetzt wirklich Schluss machen. Ja. Das geht so nicht weiter. Genau. Also Leute, schön, dass ihr da wart. Danke nochmal an Mo, dass er sich die Zeit genommen hat. Danke an euch, dass ihr so fleißig kommentiert habt. Wie gesagt, seid die ganze Woche am Start, seid am Wochenende am Start, wenn wir auch am Start sind. Und dann sehen wir uns nächste Woche gerne und hoffentlich wieder. Auch da haben wir wieder, das können wir schon verraten, einen spannenden Gast. Genau. Wir lesen uns über die Woche und sehen uns nächste Woche Montag, 19 Uhr. Wie immer live bei Facebook und YouTube. In diesem Sinne, tschüss. Ciao. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Footballerei.